Namen umdreht, dann heißt er Ocklav. Was ähnliches, fast so wie Ochse. Das ist ein Fußgänger. Und der geht den ganzen Tag herum. Der schläft nicht einmal, der geht über Mitternacht herum. Und er geht ganz angeberisch. Viele Frauen wollen ihn ausknutschen. Er hat jeden Tag eine andere und er kann auch singen. Er tanzt sehr schön, er macht sehr schöne Musik. Er ist immer so wild, wenn er singt. Haben Sie die Kinder gut erfasst? Na, in Wahrheit ist es ja von den Kindern so, in so einer Art beschrieben zu werden, eigentlich das größte Kompliment. Ne? Weil damit beweist man, dass man zumindest irgendwas bewegt. Ne? Die haben festgestellt, dass sie auch singen. Ja, ja. Neben der Tatsache, dass ich jeden Tag eine andere habe, singe ich auch noch. Das finde ich besonders gut. Ne? Wie wahr? Schauen wir mal, was Ihre Mutter zu all dem sagt. Gut. Frau Hölzl, der Hansi, Ihr Sohn, hat am 19. Februar Geburtstag gehabt. Was haben Sie ihm geschenkt? Also ich beschenke ihn meistens mit Goldmünzen. Also ich weiß ja nicht, was ich ihm kaufen soll. Und nachdem wir heuer das Mozart-Jahr ist das schwer für jemanden, der alles hat? Sehr schwer. Also ich habe ihm schon verschiedene Sachen gekauft, also worauf er momentan Freude gezeigt hat, aber dann im Wesentlichen also nichts anzufangen damit wusste. Also ich habe mich verlegt auf Goldmünzen. Ich habe ihm bei jeder Gelegenheit, schenke ich ihm Goldmünzen und jetzt zum Geburtstag habe ich ihm eine Mozartmünze gekauft und einen vierfachen Golddukaten. Und warum Mozartmünze? Na, also das Mozartjahr und nachdem er ja mit dem Amadeus, mit da in Verbindung, ist es so, ist das für ihn ein passendes Geschenk, meiner Meinung. Stimmt das? Na klar, ich meine, Goldmünzen nimmt man immer gern. Ich mein. Aber kann man ihnen wirklich nicht schenken? Na oh ja, wenn es sehr kalt ist, ein Strickhaberl und so. Aber die Mama hat sich halt in der Zwischenzeit schon aufs Gold verlegt. Soll mir recht sein. Strickt sie? Also, sie hatte früher, ja, ja. Sie hat mir immer Schals gestrickt und Handschuhe. Ganz toll. Es muss schwer sein, ihnen was zu schenken. Ich weiß nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass ich schon alles habe. Ich sehe jetzt gerade, meine Mutter war es. Ich werde mit ihr reden drüber. Aber sie sagt, sie zeigen so wenig Freude. Oder nur kurz. Oder weiß sie so wenig von ihnen? Naja, sehr viel zu Hause war ich nicht in den letzten 10 Jahren. Das ist schon eine Tatsache. Und wir haben, ich glaube, dass das zwischen uns, so wie es auch sein sollte, eine sehr, sehr intuitive Beziehung besteht. Ohne den Glanz und Glamour, der am Rande bleibt immer. Und wir sehen uns nicht sehr oft. Wenn ich in Wien bin, sehen wir uns wöchentlich. Und es ist immer ein sehr, sehr intimes Verhältnis eigentlich geblieben und bleibt es auch hoffentlich. Dann schauen wir mal, was sie weiter dazu sagt. Er ist aber eigentlich zu früh auf die Welt gekommen. Also es hat sehr viele Schwierigkeiten gegeben. Also er ist ja einer von Drillingen. Das heißt, das waren zweieiige Drillinge. Die Zwillinge sind im 3. Monat weggegangen. Jetzt musste ich eine Nacht in der Klinik bleiben, worauf festgestellt wurde, dass die Schwangerschaft normal intakt ist. Und daraufhin ist die Ärzteschaft zusammengekommen. Der Professor Högl hat zu der Zeit das Gersthof geleitet. Und da wurde gleich besprochen, also eigentlich kann er ja den Professor Högl sein Leben verdanken, weil der Professor Högl hat so über mich hinweg bei der Untersuchung hat's geheißen, also, na, dann machen wir gleich eine Curettage. Also wenn eines weggeht, geht das andere auch weg und so ablehnen, dann machen wir gleich eine Curettage. Na, ich natürlich war empört, weil er mit mir überhaupt kein Wort darüber gesprochen hat und ich habe ihm erklärt, also da machen sie gar nichts. Daraufhin war er sehr verärgert. Er hat gesagt, na, wenn Sie die Stufen hinuntersteigen, kann es abgehen. Und ich sage, wenn es weggeht, dann geht es weg. Aber machen lasse ich nichts. Aus dem einfachen Grund war ich verärgert, weil wenn er mich auf etwaige Gefahren hingewiesen hätte,
So, nachher hat man mir verschiedene Sachen. Also hoffentlich ist das Kind in Ordnung, hoffentlich fehlt nicht der Fuß oder fehlt der Hand oder irgendwas. Also die kommende Zeit war dann sehr schwierig für mich. Na, da hätte man schon sehr viel Sorgen gemacht, dass mir irgendwas anders fehlt zum Schluss. Es ist interessant zu hören, dass ich fast ein Opfer der Medizinmänner geworden wäre. Ich weiß über die Drillinge. Ne? Jeder Zwilling hat seinen Zwilling, nur in Eddie hat man einen Drilling. Über drei Seelen in einer Brust zu sprechen, wäre mir vielleicht ein bisschen zu hochtrabend, aber oft spüre ich sie schon ein bisschen so, die Brüder, in dieser Launenhaftigkeit, in diesem exzessiven Obensein und gleich drauf wieder unten sein, in diesem... Woher wissen Sie, dass das Brüder waren? Na ja, ich hoffe es. Ja. Mit einer Schwester, na, ich habe ja eine Schwester, eine Halbschwester. Aber ich glaube, dass ich also sehr den großen Bruder hervorgekehrt hätte bei einer leiblichen, ganz leiblichen Schwester. Ihre Mutter hat sich immer Mädchen gewünscht. Ja, mein Gott, jetzt ist spät. Man hat mir bei der letzten Untersuchung erklärt, ich möge ungefähr 8 Tage vor dem Geburtstermin ins Krankenhaus gehen, weil es wird bei der Geburt zu Komplikationen kommen. Also der 19. Februar war eigentlich der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Erstens einmal aus dem einfachen Grund, weil ich ja wusste, ich habe ein gesundes Kind. Er war 4,95 Kilo schwer und 54 groß. Also es war ein Prachtstück. Und der zweite Grund war doch, weil ich ja eigentlich wieder ab dem Moment also ein normales Leben weiterführen konnte, weil mir war ununterbrochen während der ganzen Schwangerschaft totenübel. Also ich habe von der Früh bis am Abend immer die Schwierigkeiten gehabt, ich war schwindelig, habe alle Zustände gehabt und das war natürlich, das war dann sozusagen die Erlösung auf beiden Seiten. Also die gesundheitliche Seite meinerseits und dass alles in bester Ordnung ist, also auf der anderen Seite. Also wenn sie dem Professor Högl recht gegeben hätte, wäre ich es sicher böse. Weil ich muss jetzt zurückblickend auf meine wenigen 34 Jahre sagen, ich habe es eigentlich ganz gut erwischt. Ich habe mit dem Wenigen, das mir gegeben ist, eigentlich bisher ein ganz gutes Leben verbracht und werde mich bemühen, stets eine gewisse Haltung zu bewahren. Man hat ihm im Krankenhaus herumgetragen und gesagt, der schaut aus, als ob er 3 Monate alt wäre. Das ist das Bild eigentlich, das ist der Operationsdiener hat Bilder gemacht, das wusste ich ja schon, nachdem ich ja zweimal im Krankenhaus war, also habe ich das Bild machen lassen. Das war der erste Tag im Krankenhaus und die waren alle begeistert. Die haben wir gleich, also er ist zur Welt gekommen und sagt, da haben sie einen Sängerknaben. Warum, weil er so geschrien hat? Ja, er war der Prinz unter alle. Er ist immer in der Mitte gelegen als Größter, man hat ihn immer überall herumgetragen in die Zimmer, jeder wollte ihn sehen. Und er, also wenn alle ruhig waren, also er hat gebrüllt. Nicht der Prinz wahrscheinlich deswegen, weil ich mit einem Kampfgewicht zur Welt gekommen bin, das also nicht so gewöhnlich war. Ne? Gebrüllt hat er. Ja, bei den Sängerknaben hätten sie keine Freude gehabt mit mir. Als gestandener Rapper hätten sie also dort nichts anzuhören. Waren sie damals noch nicht? Da kommt ja erst der Rapper. Ja. Mit einem Jahr. Na ja. Tun wir weiter. Im Bettchen, ja. Gehen Sie weiter. Er war 7, 8 Monate alt. Also er hat noch stehen, konnte er im Gitterbett. Da war das Lied Anneliese, ach Anneliese, das war damals sehr bekannt, das Lied, das war ein Schlager. Und er hat das im Bett mit einer Hand hat er sie angehalten und mit der zweiten Hand hat er dirigiert und mitgepfiffen. Also, und wenn dann zu kommen ist, sag einmal, wann wirst du endlich mal gescheit, hat er sie immer am Kopf gegriffen. Also dass er eine musikalische Ader hat, das hat man von der frühesten Kindheit angemerkt. Und mit 4 Jahren hat er sich dann eine Ziehharmonika gewünscht. Das stimmt nicht. Ich habe mir nie eine Ziehharmonika gewünscht. Ich wollte immer schon eine Gitarre haben. Vielleicht war es nicht, aber es war halt, als ich 4 Jahre alt war, das war halt so 60er Jahre, da war halt noch angesagt die Lederhose und die Ziehharmonika. Ne? Und das war halt immer ein spektakulärer familiärer Event, wenn also der Bub mit 4 Jahren Ziehharmonika gespielt hat. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern. Was aus der frühesten Kindheit noch hängen blieb, ist musikalischer Art, war das erste Klavier. Und da wurde natürlich immer... Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, ja? Ob Sie da enttäuscht wurden, wenn Sie sich eine Ziehharmonika wünschen und ein Klavier kriegen.
Na, das Klavier kam danach. Ich sage Ihnen ehrlich, ich erinnere mich an die Ziehharmonika nicht mehr. Oder vielleicht habe ich es auch verdrängt. Kann sein. Aber auf jeden Fall hängen blieb ist das Klavier. Und da wurde also immer vor allen Dingen zu Weihnachten aufgegeigt. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich habe es nie mögen. Es war mir immer so. Es war mir eigentlich unangenehm. Ja. Fast. Die stille Nacht, ich weiß nicht. Ich habe das nie nachvollziehen können, was an dieser Nacht so still ist. Ja, wie war das mit Ihrem Lernen? Sie sind zu einer Klavierlehrerin gegangen. Ja. Was haben Sie dort gelernt mit 4 oder 5 Jahren? Na ja, ich weiß, was mir stark in Erinnerung geblieben ist, ist die unglaubliche Damenhaftigkeit dieser Frau. Die, also zuerst einmal gesagt, ja, man musste natürlich auch immer ganz besonders angezogen werden für die Frau Professor Podem. Die hat am Naschenmarkt unten gewohnt, in diesen herrlichen Jugendstilhäusern. Und das war immer mit Musik, war immer verbunden, der Eindruck des Naschenmarks, dieser Häuserzeile da an der Windzeile, diese alte, ehrwürdige Dame. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Ich meine, das war, was wir dort gespielt haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich die Tonleitern rauf und runter. Aber es war mehr so der Geruch, die Atmosphäre, die Klänge des Klaviers, des Flügels. Ich hatte nur einen Stutzflügel, sie hatte einen Flügel. War dann immer aufgemacht, damit es also schön halt in den ehrwürdigen Räumen. Das ist als Eindruck irgendwo in meinem Herzen schon geblieben. Ja, was haben Sie dort gelernt? Noten? Noten nicht mit 4 Jahren. Ich kann mich erinnern, oder es wurde mir erzählt, dass Sie gesagt haben soll, die Frau Professor Podem. Es ist ein Wunder, dass dieser Bub überhaupt sitzen bleibt auf dem Klavierstockerl. Naja, also kann ich so schlecht nicht gewesen sein. Was ich gespielt habe, weiß ich nicht. Er hat mit 5 Jahren 36 Schlager, zweihändig, also die Noten kannte er ja nicht, aber er hat die freihändigen Donauwalzer und Wiener Blut und wenn er im Radio irgendwas gehört hat, das war für ihn, da hat er sich sofort zum Klavier gesetzt und hat das noch Gehör gespielt. Also, und wenn wir irgendwo hinausgefahren sind, früher war das ja so, wenn wir dann nach Burgersdorf oder irgendwo hin, da waren die Tanzflächen in den Gärten oder wenn ein großer Hof irgendwo war, waren Tanzflächen ausbetoniert und da haben die Lautsprecher gespielt, da hat er sich hingestellt und hat pfiffen und dirigiert. Weh, wenn er gemerkt hat, dass ihm wer zuschaut, dann war er verärgert und ist weggegangen und hat aufgehört. Zuschauen wollte er nicht, dass ihm wer tut, wenn er irgendwas gemacht hat. Das ist ein Blim. Das ist ein Blim. So diese eigenbrötlerische, so diese Einsiedelei, das ist ihm schon ein bisschen geblieben. Ja. Jetzt schauen Ihnen aber Millionen zu. Ja, fein. Was haben Sie sich gedacht, was aus ihm einmal wird? Naja, ich... Wie er so klein war und so begabt? Naja, er war so klein, da hat es seinerzeit eine Sendung gegeben. Und das war, die Sendung hat geheißen, Musik kennt keine Grenzen. Da konnten sich Kinder bewerben, also entweder der gut Klavier spielen konnte oder singen oder. Also auf alle Fälle haben wir uns da beworben. Und da war er ausgewählt. Da haben wir dann auf der Akademieprüfung gehabt, also eine Musikprüfung. Und da hat er Donauwalzer und Wiener Blut und verschiedene Sachen gespielt und da hat ihm der damalige Leiter dort hat ihn so am Arm herausgetragen und hat gesagt, sieh, das ist ein kleiner Mozart. Ein so ein absolutes Gehör habe ich in meiner Laufzeit noch nicht gehabt. Also das wäre schade, wenn Sie ihn nicht ausbilden würden lassen. Da war er wie alt? Da war er 5 Jahre, da ist er noch nicht zur Schule gegangen. Weil er, naja, es war halt da, wer hätte ihn dann täglich, das wäre ja, wenn er hätte auf die Musikakademie müsste, hätte man ihn hinbringen müssen täglich. Das wäre schon schwieriger geworden. Mhm. Also einmal, zweimal in der Woche in Musikstunden machen, das ist einfacher. Aber dazu haben wir uns dann eigentlich nicht entschlossen. Ja, was hat er gemeint? Klassische Musik, oder? Naja, ich glaube eher klassische. Also ihm ist Beethoven sehr gelegen. Erinnern Sie sich daran? Das ist ein Blödsinn. Das glaube ich nicht. Also da will mir meine Mutter was. Nein, ich weiß nicht, was sie da vorhat damit. Vielleicht war es auch so, ich kann mich nicht erinnern, wirklich. Aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass ich mit 5 Jahren auf Beethoven gestanden bin. Also beim besten Willen. Ne? Was haben Sie denn überhaupt für Erinnerungen? Ich meine, Sie haben sich zum Klavier gesetzt und haben 36 Stücke gespielt.
Wie das? Das höre ich jetzt wirklich. Das höre ich jetzt. Und ich glaube es auch. Jetzt irgendwo kommt es in der Erinnerung. Das habe ich schon einmal gehört. Aber ich kann mich an die Zeit überhaupt nicht erinnern. Ja, wenn der Professor sagt an der Hochschule, was ich ein absolutes gehört, dann kann man es nur daraus erklären, dass ich das also immer nachgespielt habe. Ja, ich befürchte, das ist nämlich gar nicht unbedingt ein Vorteil. Nicht? Man hört auch sehr viele Sachen, die man eigentlich nicht hören möchte mit dem absoluten Gehör. Aber ich denke, dass ich schon zu dieser Zeit natürlich der leichten Muse wesentlich zugeneigter war als dem Beethoven. Und das war eigentlich immer eine Qual, die Noten zu spüren. Ja, wann haben Sie denn Noten gelernt? Na ja, so zwischen 6 und 10 in dieser. Also Sie mussten auch Czerny-Etüden oder sowas spielen? Hoffmann, Czerny, Liszt. War er als Kind ein Einzelgänger? Ja, das war er. Naja, wo ist er hingekommen? Im Kindergarten wollte er nicht gehen. Also er war mit der Oma zusammen, mit mir zusammen. Und er konnte nicht erwarten, wenn der Papa nach Hause kommt um 5 Uhr. Da war er vielleicht 5, 6 Monate alt, hat er schon immer zur Tür geschaut. Der hat genau gewusst, wann es soweit ist. Also wenn er die Gangtür gehört hat, war er schon ganz fiebrig, weil jetzt kommt der Papa. Na, der durfte sich nicht einmal ausziehen, musste mit ihm zum Motorrad gehen. Wir haben im Hof ein Motorrad eingestellt gehabt. Also das war ganz fürchterlich. Da war ich auf dem Motorrad gelegen und das ist gegangen brumm, 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 brumm. Also richtig. Er hat sich sehr konzentriert am Papa und der hat sich auch sehr beschäftigt zu dem Alter, zu der Zeit, wo er schon mit ihm was anfangen konnte. Sie haben auch gearbeitet zu dieser Zeit. Ich habe ein Milchgeschäft geführt und das war in der Ziegelofengasse, wir haben auf 26 gewohnt und vis-à-vis, also er war 2,5 Jahre, also 59 habe ich ein kleines Milchgeschäft von der vis-à-vis-Seite übernommen. Das war ein älterer Mann und von dem habe ich das Geschäft übernommen. Und meine Mutter war dann tagsüber bei ihm und ich war ja sowieso mittags und am Abend immer zu Hause. So. Wie war denn Ihre Mutter? Meine Mutter war im Burgenland, hat im Burgenland gewohnt und ist dann übersiedelt. Im Haus haben wir dann eine kleine Wohnung gekauft. Wegen dem Hansi? Ja, sie wollte ja in seiner unmittelbarsten Nähe sein. Das war ja ihr Lebensinhalt. Und seiner? Ja, er hat auch die Omi. Bei der Omi durfte er ja alles tun, was er wollte. Also für mich war meine Großmutter eine Dame, so wie es meine Mutter auch ist, ob sie jetzt Gescherde sind oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Und die hat also in Bad Tatzmannsdorf gewohnt, im Burgenland, wo ich also immer den Sommer verbracht habe. Und war der verlängerte Arm meiner Mutter eigentlich. Und Ihre Vertrauensperson? Absolut. Ich habe sie ausgespielt gegeneinander, die zwei Weiber. Er ist dann zu den Pieristen gegangen. Da war er 4 Jahre in Ecke Ziegelofengasse, Wiedner Hauptstraße. Das sind die Pieristen. Und dort ist er hin zur Schule gegangen. Volksschule. Die Volksschule. Das waren die also Kindergarten hätte ich ihm gerne gegeben. Das hat er nicht gewollt. Also er geht nirgends hin. Er wollte auch nicht in die Schule gehen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich gelernt habe in der Schule, habe ich bei den Pieristen gelernt. Im Gymnasium erglänzte ich eher durch Abwesenheit bereits. Die Pieristen sind eine vorzügliche Schule und waren noch dazu in unserer Straße. Und ich wollte nur nicht im Halbinternat bleiben. Es war mal so furchtbar fad den ganzen Nachmittag dort. Fragen Sie, Ihr Mann, wie hat er nie in die Erziehung eingegriffen? Weil ich höre immer nur von der Großmutter und von Ihnen. Na, der Mann, der hat sich überhaupt da in keiner Form, wie soll ich sagen, betätigt. Na, der ist am Abend von der Arbeit nach Hause gekommen, na, da hat es höchstens ein bisschen was zum Spielen gegeben. Und alles andere, das war schon irgendwo meine Aufgabe. Streng hat man nicht sein müssen mit ihm? Nicht besonders. Nur so, wie es halt üblich ist bei Kindern. Nicht? Also, aber im Großen und Ganzen hat sich das alles ganz. Dachteln hat er keine gekriegt? Naja, sehr wenig. Also ganz wenig. Ich glaube, die könnte erzählen. Er hat es von mir zweimal ordentliche Wichser gekriegt. Das glaube ich, weiß er heute noch. Aber ansonsten, sagen wir so Ohrfeigen und dergleichen, das war eigentlich
soweit ich mich zurückerinnern kann, gar nicht notwendig. Wie ist das? Wissen Sie das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe einmal von meinem Vater eine angeraucht gekriegt. Da hat es mir also frontal durch die Glastür gehauen. Das war ein Erlebnis, ja. Aber das war die einzige, an die ich mich erinnern kann. Und die von der Mutter haben nicht wehgetan? Nein. Es waren immer liebevolle Ohrfeigenwehen. Oder Sie haben sie nicht gespürt? Ich habe es nicht gespürt, klar. Aber ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie hin und wieder schon bettelt hat. Ne? Also das glaube ich durchaus. Und dass man hin und wieder auch zugestanden ist, konstatiere ich auch mit freizügig. Er ist dann ins Rainer Gymnasium gekommen. Er war also sehr musikalisch, also er war schlecht in Mathematik, er war sehr gut in Deutsch. Er war und Englisch muss auch gut Sprachen, sein. Ja, also sag mal, sind also musikalische Leute, hat man mir damals erklärt, die sind also gut in Deutsch und sag mal, sind in Fremdsprachen sehr gut. Also und das war er. Er war in Englisch gut und er war in Deutsch sehr gut. Also im Rainer Gymnasium hat das damals was geheißen. Okay. Also bei uns im Haus, okay. Der Friseur hat einen Sohn gehabt, der damals in die siebte Klasse gegangen ist. Also wie oft hat der mir erzählt, der Walter hat schon wieder erzählt, der Herr Professor Adler hat vom Hansi einen Aufsatz in der siebten Klasse vorgelesen, den er in der zweiten Klasse geschrieben hat. Er hat seine Aufsätze immer in den höheren Klassen überall vorgelesen. Sie sollen sich ein Beispiel nehmen. Na, da war sie stolz, die Mutter. Tja, ich erinnere mich an meinen Deutschprofessor im Gymnasium, den Dr. Adl, der sagte irgendwann einmal, ich glaube so sinngemäß, also irgendwas ist mit dem Hölzl. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwas hat er, das mir neu ist. Und er war eigentlich, wenn ich es rückwirkend betrachte, einer meiner ersten Entdecker. Sie haben sich dann irgendwann von Ihrem Mann getrennt. Hat sich da der Hansi verändert? Naja, sag mal, es ist immer, sag mal, für Kinder, glaube ich, ist das immer irgendwo. Also der schwierigste Punkt, weil die ja nicht verstehen können und nicht kapieren, dass, sag mal, plötzlich der Vater nicht da ist. Für Kinder ist das, ihm hat das schon sehr gefehlt, nur er hat es nie zugegeben. Ganz im Gegenteil, wenn ich ihm daraufhin angesprochen habe, hat er gesagt, aber Mutter, ich habe ja sowieso alles und das und na, was so ist denn? Aber ich habe gewusst, dass im tiefsten Innersten ihm das sehr getroffen hat. Wie alt war er da? Er war, also im Moment 57, 11 Jahre war er alt. Wie haben Sie ihm das erklärt? Da hat es gar nicht so viel zum Erklären gegeben. Also er hat da im, sagen wir so Kleinigkeit, so gewisse Sachen hat er ja mitgekriegt. Also das hat am meisten, glaube ich, meine Mutter getroffen. Also die war ja irgendwo, meine Mutter hat das sehr belastet, die ganzen Sachen. Warum? Weil, also mein Bruder und ich, wir waren unehelich und wir sind bei den Großeltern aufgewachsen. Und das wollte sie, glaube ich, irgendwie den Hansi ersparen. Sie wollte unbedingt, dass der Vater bei ihm ist. Und die haben sich auch sehr gut verstanden. Ich glaube kaum, dass die überhaupt ein böses Wort jemals gewechselt hätten, also meine Mutter und mein Ex. Die haben sich schon irgendwo, er hat auch erklärt im Nachhinein, also er hat die beste Schwiegermutter auf der ganzen Welt gehabt. Also da hat es keine Probleme gegeben, aber er hat schon sehr gelitten darunter, ganz sicher. Haben Sie eine Erinnerung an den Vater? Ja, beste. Aber in die Erziehung hat er sich nicht eingemischt? Naja, das hat er nicht können, er war lokal nicht mehr anwesend. Aber wie Sie ganz klein waren? Bis 10 schon, oh ja, doch. Ich hatte da eigentlich nur Beziehung zu meinem Vater so richtig. Wenn man es überlegt, die Männer unter sich, das war immer schon so ein gewisses Faible. Wieso haben Sie dann, sagen Sie, dass Sie nicht gelitten haben? Ja, was bleibt mir anderes übrig? Soll ich eine Tragödie machen draus? Das passiert woanders auch. Ja? Ihre Mutter glaubt, Sie haben gelitten, haben es nur nicht gesagt. Dann sage ich es auch heute nicht. Naja, hat sich da was in Ihnen verändert? Her mit den Kinderpsychiatern, wo sind sie? Ich habe keine Ahnung. In mir hat sich nicht sehr viel verändert, nur dass auf einmal mehr Platz war, um das zu tun, was man eigentlich gern tut. Ne? Mein Vater hat dann irgendwann einmal, wir haben jetzt also seit Jahren wieder ein kolossales Verhältnis. Ne?
hat dann irgendwann mal gesagt, er glaubt, wenn er also damals nicht gegangen wäre, dass es mit meinem Leben also keine solche Wendung genommen hätte, wie es dann geschehen ist. Dem kann ich beipflichten, obwohl ich das nicht besonders gern gehört habe von ihm, weil eine gewisse Koketterie liegt da schon darin. Irgendwie, aber ne? Entschuldigung, ne? Ja, ja, okay, bitte. Aber wissen Sie, ich glaube, wenn ich ein Rechtsanwalt geworden wäre oder ein Arzt oder sonst irgendwas oder ein Versicherungsvertreter, ich wäre in meinen charakterlichen Zügen überhaupt kein anderer. Ich habe dann in Erfahrung gebracht, dass er, glaube ich, 130 Stunden oder sowas geschwänzt hat. Er ist in der Früh mit der Schultasche weggegangen. Aber das ist dann mit der Zeit fad geworden, weil er nicht wusste, wo er hingehen soll den ganzen Tag. Dann hat er die Tante besucht und. Und man hat mich eigentlich nie davon in Kenntnis gesetzt, dass er so viele Stunden gefehlt hat. Das habe ich dann erst im Nachhinein erfahren. Also selber unterschrieben? Ich habe gar keine Mahnungen gekriegt und ich habe auch nicht erfahren, dass er Mahnungen selber unterschrieben hätte. Ja, oder? Das war dann doch das fünfte Jahr, wo er dann endgültig... Naja, Schule gehen, das war für ihn nichts. Das ist wahr, ja. Ich gebe es zu, das ist wahr. War Ihnen dann nicht sehr fad? Ganz im Gegenteil. Schauen Sie, das war in einem Alter, wo sich also so die Buben getrennt haben. Die einen sind Fußball spielen gegangen und die anderen sind also entweder ins Kaffeehaus gegangen oder im Pilarsalon oder wie immer. Oder in meinem Fall halt in feuchte Kellerräume, um dort Musik zu machen. Ne? Dadurch bin ich auch ein Nachtmensch geblieben. Dadurch vermeide ich auch vor allem im Sommer allzu intensive Sonneneinstrahlung und begebe mich eher gerne in klimatisierte Räume. Mir war es überhaupt nicht fad. Ich habe mir also immer was anzufangen gewusst, nur in der Schule nicht. Ne? Schlimm. Wusste Sie, was Sie da machen? Nein, ich glaube nicht. Nein. Und wieso haben Sie es ihr nicht gesagt? Ich glaube, das hätte sie nicht verstanden. Das glaube ich auch heute noch. Und ja. Wie dann die Großmutter gestorben ist, was war dann mit ihm? Hat ihn das auch sehr getroffen? Naja, sicher, auf alle Fälle. Gut, er war damals, er war in 71, er war doch 14 Jahre alt. Das hat sich dann schon, irgendwie hat er sich dann schon leichter getan. Aber die Großmutter hat ihm schon sehr gefehlt auch. Also sagen wir, dann war der Vater weg und dann war die Großmutter weg. Also das war dann schon irgendwo. Und hat er sich dann verändert? Naja, verändert, glaube ich, hat er sich ja dadurch, dass er älter wurde und dass er andere Interessen hat. Schon, sicher. Er ist ja dann mit 15 Jahren ist er praktisch aus der Schule ausgetreten, war dann 3 Jahre in der Pensionsversicherung. Sie wollten, dass er Matura macht? Nein, ich wollte, dass er Matura macht. Und damals, also sag mal, wie in der fünften Klasse, wie er da durchgefallen ist, in der fünften, habe ich ihm doch vor die Alternative gestellt, entweder die Klasse wiederholen, das machen die anderen auch, oder... Wollte er nicht? Nein, da geht er lieber arbeiten. Ich hätte ja Möglichkeiten gehabt, dass er in einer Bank unterkommen könnte oder... Das wollte er auch nicht. Also in der Pensionsversicherung, damit war er einverstanden. Aber das hat er ja auch nur gemacht, bis er 18 Jahre alt war. Was hat er dort gemacht? Da war er angefangen hat er da im Archiv. Und da hat es ja geheißen, also mit 27 hätte er auch ohne Matura pragmatisiert werden können. Ja, das hat er ja nicht durchgestanden. Also wollte er ja auch nicht. War das alles so? Das war ein Theater in der Pensionsversicherung, ich sag's Ihnen. Ich glaube, Sie werden sich heute noch erinnern an mich. Ich habe nie Post sortiert, ich habe es immer verschwinden lassen. Es war kolossal. Es war toll. Ich war dort Manipulant und der Manipulant, der manipuliert sich selber. Ne? Wie gesagt, das Wort des Jobbens gab es damals noch nicht, aber das war für mich ein Witz. Ne? Was haben die Leute dann ihre Pensionen nicht gekriegt? Nein. Wie Sie ja hören konnten, war ich an einer Schaltstelle, an einer Nervenzentrale der Pensionsversicherung, nämlich im Archiv, also dort, wo längst verstorbene Herrschaften irgendwo einmal irgendwie irgendwas. Es war kolossal. Ich habe also gearbeitet und bin dann auch immer zur Probe gefahren. Und das alles wusste Ihre Mutter nicht? Aber was? Glauben Sie, habe ich alles erzählt? Nein, das war tatsächlich so, ja. Ja, was waren Sie denn für ein Soldat? Na, ein ganz schlechter. Nur war es so.
Ich war vielleicht einer der wenigen. Es war mit dem Zivildienst noch nicht so, wie es heute ist. Ja? Ich war einer der wenigen, die sich freiwillig gemeldet haben, weil ich also die Alternative hatte, entweder im Archiv weiterzubleiben oder in sonstigen Archiven oder ein bisschen Frischluft zu schnuppern. Man wurde ja dort gut versorgt, nicht? So war es ja nicht. Gewehr habe ich einmal in der Hand gehabt, weil natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich mich freiwillig gemeldet habe, das hat sie rumgesprochen, wer ist schon so blöd und meldet sich freiwillig zum Bundesheer? Also muss ich da was ganz, einen ganz besonderen Ruf gehabt haben und dadurch hatte ich es eigentlich sehr gut. Ne? Musik komponiert oder sowas? Immer Gitarre gespielt, ununterbrochen Gitarre gespielt. Immer. Schauen Sie, das ist ein alter Schmäh, aber das kommt nicht von ungefähr. Also das konnte ich beim Bundesheer schon. Irgendwann wird das rachitisch werden, ich weiß es. Aber das, sagen wir mal, das kann man auch machen mit einer Hand. Ne? Und das, ich meine, ich bin sehr stolz darauf, weil das zeugt von viel Arbeit. Der linken Hand. Ja gut, dann war die Militärzeit vorbei. Mhm. Und Sie sind auf die Musikakademie. Mit welchem Ziel? Ja, das Instrument ein bisschen in den Griff zu kriegen. Wobei ich also wusste, dieses Instrument wird also ein Leben lang eine Krücke bleiben. Und ich werde schauen, das ist so schnell wie möglich. Es war eigentlich das Instrument immer nur ein Mittel zum Zweck. Ich wusste wirklich nicht genau, wo meine Klavier Talente... Klavier hat Sie nicht mehr gefragt. Das habe ich immer nebenbei gespielt ein bisschen. Und wenn mich heute jemand fragt, spielst du ein Instrument, sage ich, ja, alle ein bisschen. Und das entspricht der Wahrheit. Nebenbei sagt man, er hat zu Hause, er hat Klavier gespielt und er hat ja das, sagt man, die ganzen Schallplatten da von den Beatles und. Da hat er sich ja so nebenbei mit Musik beschäftigt. Hat Ihnen diese Musik gefallen dann später, die Beatles? Ja, ich habe mich ja mehr oder weniger nicht beschäftigt damit, sondern also er hat halt in seinem Kabinett in allen Tönen, so laut es nur ging, gespielt natürlich. Nachbarn waren da vorhanden, da waren auch zwei so Buben, da hat es keine Beschwerden gegeben, weil hätte ich mir immer gar nicht getraut, mit da herauszunehmen. Weil da bei den dünnen Wänden, wenn sie das Radio etwas lauter aufdrehen, das hört ja schon das ganze Haus. Da hätte ich ja die Kündigung gekriegt. Na, was hat Ihnen für eine Musik gefallen? Naja, was hat mir für Musik gefallen? Die 50er Jahre, sagen wir, die ganzen, sagen wir, der Fred Bertelmann und die damaligen Schlager, das war halt unsere Linie. Freddy Quinn. Der Freddy Quinn und der Schurecke und das waren unsere damaligen Sachen, die uns also gefallen haben. Kennt er die überhaupt, was Ihnen gefallen hat? Oh ja, er weiß schon, was mir gefällt. Also sagen wir auch heute noch, also wenn er zu mir kommt und ich habe das Radio aufgedreht, zum Beispiel na Mutti, kannst du das nicht abdrehen, bitte, erspar mir die Musik. Na, wenn ich zu ihm komme und er spielt in alle Lautstärken, sage ich, bitte, kannst du da ein bisschen leiser, weil das muss das so laut sein. Ist das so? Ja, sicher. Klar, ich meine. Es geht ja vielleicht sogar weiter und tiefer hinein. Ich glaube, dass gerade es ist doch das Privileg, das Recht und auch die Pflicht jeder Generation, zunächst einmal in Frage zu stellen, was die Alten gemacht haben. Ne? Mehr oder weniger und zu kritisieren und besser zu sein und gescheiter zu sein und goscherter zu sein. Vielleicht stammt aus meiner Gegenhaltung zu dem, was also meine Eltern gehört haben oder eben die Musik dieser Generation war, vielleicht stammt aus der auch die Initialzündung zu dem, was ich jetzt mache. Und warum es mir so schwer fällt, von Liebe und Hiebe und Rosen und Glück und kennst du die Menschen, lass sie ein, öffne die Tür zu singen. Ich kann das vielleicht irgendwie zusammenreimen, dass es so gekommen ist. Aber Sie könnten es. Ja, ganz sicher könnte es, ne? Nur. Sie könnten auch Ihrer Mutter singen, Mamatsche schenkt mir ein Pferdchen. Na servus. Was kommt auf einen Versuch an? Ich glaube, sie wird einmal schauen. So kann man kein Geld verdienen, vergiss es. Diese Meinung ist so, sagt sie einmal. Ja. Wie ging das weiter, wie Sie diese Band gegründet haben? Naja, die Band. Also die Band, also sie haben ja in St. Anton, in Igels, in Meierhofen, und also haben ja, sie haben ja ununterbrochen, sagen wir, sie haben ja
mit kurzen Unterbrechungen sehr häufig und überall gespielt, nur. Was hat er gespielt? Er hat Gitarre gespielt. Also er hat ja. Wann ist denn die Gitarre dazugekommen? Auf der Musikhochschule hat er ja Gitarre gelernt. Klavier nicht weiter? Dort, dann hat das Klavier, das ist es weggekommen, also auf der Musikhochschule hat er ja mit der Gitarre begonnen. Ja, hat Ihnen das nicht leid getan, wenn er so viele Jahre Klavier gelernt hat? Nein, ich habe mir immer gesagt, alles, was das kann, also wenn es braucht, ist gut, und wenn nicht, also wenn ihm Gitarre besser gefällt, also soll er Gitarre spielen. Also er hat sich umgestellt auf Gitarre. Hm. Hm? Der hat dann, wie gesagt, also dann war die Band so weit, und die haben ja dann mehr verbraucht, als was sie verdient haben. Die haben ja damals nur also Bourbon mit Cola und solche Sachen, also schwere Getränke. Gut. Dort haben sie, glaube ich, eh alles gemacht, was Gott und die Welt verboten hat. Da waren, doch zu fünft oder zu fünf war da die Spinning Wheel, die Gruppe. Und wenn die dort beisammen waren, dann kann man ja lebhaft vorstellen, dass die alles Mögliche getan haben, was sie nicht hätten tun dürfen. Haben Sie das gewusst? Nein, habe ich nicht gewusst. Aber ich habe zum Teil geahnt. Und wenn ich ihm darauf hingewiesen habe, sage ich, Gemote, was du dir immer für Sorgen machst, na, das macht man ja sowieso nicht. Na, klar macht man das, na sicherlich. Sie haben alles probiert. Na, bis unter die Haarwurzeln. Da entstand das Lied ganz Wien ist in Heroin, oder? Na, auf Heroin, das ist ein gravierender Fehler. Na, das ist später entstanden. Ja, ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, allen Freuden des Lebens äußerst aufgeschlossen gegenüberzustehen. Ich glaube, das muss man sich alles geben. Und was man daraus lernen kann, ist vielleicht im schlimmsten Fall, wie man es nicht macht. Ne? Ich habe es ja glücklicherweise überlebt, andere haben es nicht überlebt. Ich hab ihn einmal angesprochen und habe gesagt, Mutti, wir haben alles probiert, aber sag mal, das hat mich nicht interessiert. Also wenn ihm was interessiert, dieses leider Gottes, meiner Meinung, das Trinken. Recht hat sie. Das ist aber, das hat aber familiäre Geschichte. Ganz so ist es nicht, dass ich da der Erste bin. Wieso? Wer hat getrunken? Schauen Sie, ich habe zugegebenerweise, und ich sage das so, weil es ist ein Bestandteil meines Lebens und auch unseres Lebens, wenn man sich umschaut, eine gewisse Affinität zu jeder Art von Dingen, denen man sich mit Exzess hingeben kann. Eine gewisse, ich will nicht jetzt den Heller zitieren mit seiner Todessehnsucht, der Wienerischen, aber schon auch eine gewisse Morbidität. Der Beruf bringt es auch mit sich irgendwo. Man ist von einer Sekunde auf die andere aufgefordert, auf 180 zu sein. Ja? Und man sucht ein gewisses Level der Entspannung, und das bringt der Beruf mit sich. Er hat einmal gesagt, er hat so mit 18 nichts gehabt, aber auch nichts gebraucht und war damals sehr glücklich. Welche Zeit war denn das? Naja, da hat er damals bei der Oma die Wohnung drinnen in der Ziegelofengasse gehabt, ne? Und naja, nichts gehabt und nichts gebraucht. Was er darunter verstanden hat, weiß ich nicht. Ja, ich bin aufgekommen, habe ihm was zum Essen gebraucht. Wenn er zu mir auf Besuch gekommen ist, ich habe ihm 200 Schilling gegeben. Das war ja damals auch viel Geld. Und wenn er das nächste Mal da war, sage ich, du, ich habe erst gestern, ich sage, Mutti, da bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren. Dann sage ich, sag einmal, bist du zum Retten? Dann glaubst du, ich fahre mit der Straßenbahn. Er hat das letzte Geld fürs Taxi gegeben. Also da war er gar nicht so. Da hätte er lieber dann am nächsten Tag nichts gegessen, aber erst mit dem Taxi gefahren. Hat der Hochstapler Allüren? Er hat Hochstapler. Er ist anders wie ich. Er ist anders als ich. Also er hat eher die Allüren vom Herrn Papa. Ich würde sagen, meine Mutter war die Letzte in unserer Familie, die irgendwie rational verstanden hat, was ich anstrebe und was ich eigentlich vorhabe zu tun. Ich glaube, in einem gewissen Maß versteht sie es auch heute noch nicht ganz, was ich da eigentlich tue. Aber sie war die Einzige, die also von der Seele her und vom Gespür her, wie man sagt, immer gewusst hat und gespürt hat, es
ist etwas in mir, das nur darauf wartet, loszubrechen. Sie hatte keine Ahnung, was es ist, ja? Und wie es also kommen wird und was sie hat, also sicherlich ganz gute Züge an mir festgestellt und also sicherlich gewusst, dass ich also nicht dazu tendiere, auf irgendeine schräge Bahn zu kommen oder sonst was. Aber sonst, glaube ich, hatte sie keine Ahnung davon, was da irgendwann einmal werden wird. War aber die Einzige, die also, wie man in Wien sagt, immer Keulen hat. Einmal ist er zu mir gekommen und sagt, Mutti, du sollst zur Bank gehen, zur Frau Meier. Und ich habe sie ja gekannt vom Milchgeschäft her. Dann sage ich, was soll ich tun bei der Frau Meier? Was will die Frau Meier von mir? Nein, so bin ich gekommen. Jetzt haben wir gesagt, na ja, sagt der Hansi hat das Konto überzogen. Und. Na ja, sage ich, sie wissen, er hat kein Einkommen und sie geben ihn aufs gerade Wohl, sagen wir. Oder doch hat er um ca. 40.000 Schilling überzogen gehabt. Na ja, sage ich, gut, geht in Ordnung. Also, das werden wir abbuchen von meinem Konto, übertragen und erledigt. Sage ich, und geben Sie ihm in Hinkunft. Also, dass das nicht so solche Ausmaße annimmt. Und er sagt, das wollen Sie ja sicher, ich bin davon überzeugt, das wollen Sie ja auch nicht, dass ich ihm gar nichts gebe. Ja, dabei ist es geblieben. Ich habe dann mit ihm besprochen, sage ich so, ich habe jetzt deine Schulden gedeckt, aber ich mache dich aufmerksam, das musst du mir zurückbezahlen. Weil wenn du mir das nicht zurückzahlst, habe ich leider das nächste Mal kein Geld, wenn du wieder was brauchen solltest. Ja, Mutti, danke, danke, na, ich werde es zurückzahlen und. Naja, also wie weit war es? Also die ersten 10.000 Schilling hat er mal zurückgezahlt und dann ist es halt wieder beim Rest ist es geblieben. Aber ich muss dazu sagen, das erste Geld, sein erstes Geld, was er für die Platte, wie heißt denn die Platte, die ganz Wien ist in Heroin, das war seine erste Platte, für die hat er 50.000 Schilling kassiert. Er ist zu mir gekommen und sagt, Mutti, ich habe vom Rundfunk 50.000 Schilling bekommen, was bin ich dir schuldig? Er sagt, pass auf, bezahl deine Schulden einmal, die anderen Schulden, deine Freunde oder die zum Schluss, wenn du dann noch was hast, dann komm zu mir. Er sagt, Mutti, ich bin niemandem was schuldig. Ich habe nur bei dir Schulden. Ich bin niemandem was schuldig, also die Schulden sind nur bei dir. Und er hat mir auch, weil er mir dann das erste Geld gekriegt hat, hat er mir einen schönen Pelzmantel gekauft und. Sie sind ein dankbarer Sohn. Naja, man, seine Schulden zahlt man. Ob das jetzt Spielschulden sind oder die Schulden bei der Mutter, macht eigentlich keinen Unterschied. Ja, aber. Na, Schulden sind Schulden. Ich meine, was ist los? Zwei Laster habe ich ja glücklicherweise ausgelassen. Das Glücksspiel und Autos. Da haben Sie ihr eins gekauft, damit ja, sie nicht so schnell fährt. Naja, vor allen Dingen, sie braucht einen Traktor. Nicht? Sie braucht viel Blech oder besser gesagt vielleicht einen Schützenpanzer. Viel Blech um Warum? Sich herum. Naja, weil ich Angst habe um sie, wirklich. Sie hat natürlich, meine Mutter hat natürlich immer schon gehabt und in den letzten Jahren durch meine Popularität, das muss man auch sagen. Und sie ist ja eine, die heute noch gern an der Straßenbahn heute Interviews an Schulklassen abgibt. Und ich finde das ganz liebenswürdig. Hat sie natürlich ein gewachsenes Selbstverständnis und ein unglaubliches Durchsetzungsvermögen. Und wenn sie das auf die Straßenverkehrsordnung überträgt, dann ist das vielleicht nicht unbedingt immer das, was es sein sollte. Ne? Aber ich glaube, ich kann sie langsam überreden, nicht mehr zu fahren, weil sie kann ohne diese überall mit dem Taxi hinfahren, nur das tut sie nicht. Sie fährt mit der Tramway. Das findet sie Hochstapelei, Taxi zu fahren. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Also wenn ich sie so kenne, wie ich sie kenne, dann verstehe das. Sie ist jetzt schade ums Geld, deutsch gesagt, und verstehe das. Ich bin ja eine Reisende. Ich habe eine Cousine, die ist sehr reiselustig. Also wir sind ja schon so viel herumgereist. Also wir fahren ja, wir machen ja Urlaube. Kuba, also sagen wir Amerika-Rundreisen, Kuba, Mexiko, Miami, Zypern, Israel, Kreta, Rhodos, so Mallorca, also so kleine Sachen nebenbei. Also, wir sind schon sehr viel herumgereist. Das finanziert alles der Hansi? Das finanziert mein Sohn. Ja, ich habe ja sag mal, ein kleines Einkommen und da könnte ich mir sag mal, Reisen in dieser Größenordnung nicht leisten. Also er, wenn ich irgendwo hinfahren will, also das im Gegenteil, sage ich mir, Mutti, ich bin gar nicht gewöhnt, dass du zu Hause bist um die Zeit. Fahr doch irgendwo hin und solange du noch reisen kannst, also fahr's doch weg und fahr's doch irgendwo hin.
Mit ihr reisen Sie nie? Reisende soll man nicht aufhalten. Ich habe mir vorgenommen, eine Schiffsreise zu machen mit dir. Wir haben noch kein internes Agreement darüber, wann, aber es wird passieren. Denn langweilig wird Ihnen sicher nicht mit ihr. Ganz sicher nicht. Sie wird mich auch hin und wieder sicherlich an der Bar unterstützen und vor allen Dingen, was die Auswahl meiner weiblichen Begleitung angeht, mit Rat und Tat zur Seite stehen, bin mir ganz sicher. Ich war in Mexiko, da geht man so in die Bazaar so einkaufen und so. Also, da spricht man ganz automatisch, also woher man kommt und so. Also, aus Deutschland, Österreich. Österreich, die verstehen ja das nicht, Österreich. Also, Austria, da denken sie wieder an Australien. Da tut man so lange hin und her, also Vienna. Und da sagt der eine, Boris Becker. Und ich sag, no, Falco. Amadeus, Amadeus. Genauso in Kuba. In Kuba, wo es um den Reiseleiter dort und ich bin die Mutter vom Falco und die hätten mich dort gefeiert und weiß Gott was alles. Oder auf Rhodos. Oder irgendwo, wenn es heißt die Mutter, da haben die Urlauber von mir Autogramme verlangt. Von mir. Und ich sage, ich gebe doch kein Autogramm. Also ich habe schon von ihm Autogrammkarten mitgehabt, aber ich musste unbedingt dazu schreiben, Falco Mama. Sie haben gesagt, ich bin dem Totengräber schon einige Male von der Schaufel gehupft. Ja, schon. Aber das hat nichts mit Gift zu tun, sondern das hat eher mit einer Lebenshaltung zu tun. Ich war also oft schon so weit, gerade in den Jahren des größten Erfolges, so weit, dass ich mir dachte, also irgendwie so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ne? Also dass ich bin vereinnahmt, ich bin in den Rädern einer Maschinerie. Was tue ich da eigentlich? Es ist alles sehr, sehr schnell gekommen und alles in unglaublichen Dimensionen gekommen. Und ich habe mich also, während ich mich überholt habe, links überholt und habe im Rückspiegel gesehen, dass ich rechts hinten ja doch noch meine Spur habe. Und dann, also es war eine katastrophale Zeit. Der Totengräber bezieht sich eher darauf. Auf die Zeit des Erfolgs? Ja, richtig. Also das waren 10 erfolgreiche Jahre. In denen Sie Geschichte geschrieben haben? Was erwarten Sie von einem 23-Jährigen, der von Ann Keller in Wien-Meidling auf einmal in den amerikanischen Hitparaden ist? Wenn Sie mir einen zeigen, der da nicht auszuckt in irgendeiner Art und Weise, mit 23, was hat man mit 23 schon? Ne? Und das ging dann aber, ich habe gedacht, das ist also mein Beruf und so, ich darf nichts auslassen. Von der Schülerzeitung hin bis zu Solid Gold und vom Heinz Konrads bis ins Kulturmagazin. Habe auch alles gemacht, habe viel zu viel gemacht natürlich und war dann irgendwo so. Was hast du gemacht? Na, versucht allen Anfordernissen des Berufes also irgendwie. Also Sie meinen überall gerecht aufgetreten? Zu werden. Richtig, ja. Und habe dann also irgendwann. Und habe geglaubt, das ist wichtig. Na, selbstverständlich, ne? Habe das sehr ernst genommen. Ne? Kam natürlich auch noch das Kind und das Familienverhältnis und dann war das Maß voll. Und ich habe mir gedacht, also eigentlich hast du jetzt in 10 Jahren das gemacht, was du für 20 vorgenommen hast. Jetzt, Moment, jetzt ändert doch endlich einmal ein bisschen was. Ne? Was ich auch getan habe. Und ich fühle mich sehr wohl dabei. Ja, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir könnten nicht zusammen, also wir könnten nicht zusammen leben, weil er hat ganz andere Anschauungen als ich. Da hätten wir schon unsere Zwistigkeiten. Aber welche? So. Wo gibt es da die Unterschiede? Die Unterschiede gibt es darin, sag mal, ich bin unter ganz ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Alles, was ich, sag mal, was ich mir kaufen konnte, das musste ich mir selber ersparen und erarbeiten. Und bei ihm ist es doch wesentlich anders. Ich kann mich ganz gut erinnern, da war ich 24.
und sitze am Sonntagmittag bei meiner Mutter, um ihr Verhältnis zum Geld ein bisschen zu dokumentieren, am Balkon und sage zu ihr, sag, was machst du dir Sorgen über den nächsten Urlaub? Ich habe soeben 1 Million in Dollar verdient. Sagt sie, geh Blödsinn, das heißt, 1 Million in Dollar, wie viel ist das in Schilling? Ja, jetzt ist er reich und berühmt. Glauben Sie, dass er das Richtige mit dem Geld macht? Ich glaube ja. Soweit ich ihn kenne, ich bin überzeugt davon. Sie glauben, er kann bis ans Lebensende leben? Das glaube ich. Ich habe Akten über Monaco, ich habe Akten über, aber ich bin hier zu Hause. Und ich habe mit allen Kollegen, die ins Ausland gegangen sind, noch geredet und von allen dasselbe gehört, sie würden liebend gern wieder in Österreich sein und ich bin gleich da geblieben. Ich glaube, dass die Steuern, die man da zahlt, ich wiederhole mich jetzt, weil das sage ich zu jeder Gelegenheit, dass die Steuern, die ich hier zahle und bezahlt habe und auch zahlen werde in Zukunft, halt der Preis dafür sind, dass ich hier zu Hause bin und den zahle ich gern. Dass hier Ihre Wurzeln sind? Genau. Ich glaube, wenn ich Sportler wäre oder Golfspieler oder sonst was, dann könnte ich also auch in Amerika leben. Ich rede mit so vielen amerikanischen Staatsbürgern, die aus Österreich emigriert sind oder emigrieren mussten. Und die sagen, das Schönste an der amerikanischen Flagge ist nach wie vor, sind nach wie vor die rot-weiß-roten Streifen. Wie weit das Koketterie ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber für mich ist es so. Ich hoffe auch, dass es immer so bleiben wird. Und Sie zahlen den höchsten Steuersatz? Ich zahle seit Jahren den höchsten Steuersatz. Ja, aber gern, gern. Schauen Sie, jeden Kilometer Autobahn, den ich fahre, freue ich mich. Und über jeden Wickel, den unsere herrliche Regierung zusammentrat, freue ich mich. Und finanziere ihn mit einem Frohlocken. Hat er die richtigen Freunde? Na ja, Freunde. Wenn man Geld genug hat, dann hat man immer Freunde. Dann frage ich ja, ob es die richtigen sind. Ja, ich kann das zu wenig beurteilen. Und ich möchte mir auch nicht erlauben, ein Urteil über seine Freunde zu geben. Und hat er die richtigen Frauen? Wann hat man den richtigen Mann oder die richtige Frau? Das sieht man erst immer rückwirkend, ob das der Richtige war oder nicht. Wie schon gesagt, ich habe noch keine interne Offenbarung darüber, wie man ein Leben miteinander verbringt. Nicht einmal auf ein Jahr. Und ich glaube, dass ich zwar in den Äußerlichkeiten kein leichter Mann bin, aber im Grunde genommen mit so einfachen Dingen um den Finger zu wickeln. Meine Mutter hatte schon eine gewisse Taktik in der Beurteilung meiner Freundin. Und ich sagte ihm, aha, ja, nett, ja, sehr nett, interessant. Ah, fast nicht, sagst du, okay, wirklich? Und sie weiß genau, also das dauert 2 Monate, das dauert 3 Monate, das dauert oft ein Jahr. Den meisten Respekt, und da bin ich auch sehr froh, darüber hat sie natürlich vor der Isabella, der Mutter meines Kindes, das finde ich auch ganz in Ordnung. Also für meine Mutter, glaube ich, ist die Isabella, nachdem sie ja die Großmutter ist, die wichtigste Frau in meinem Leben bisher. Ich habe da keinen Standpunkt dazu, es ist noch nicht lange genug her, ich arbeite dran. Wie ist das mit Freunden? Naja, wie sie richtig gesagt hat, wenn man genug Geld hat, hat man auch genug Freunde. Ne? Und es dauert lang und es ist ein nicht immer einfacher und schmerzfreier Prozess, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Ich mache Fehler immer wieder, ja? Zu erkennen, warum man eigentlich geliebt wird. Ne? Bitte? Haben Sie überhaupt noch Vertrauen zu Menschen? Ja, doch. Also schauen Sie, ich sage ja, das dauert eine gewisse Zeit, bis man mit diesen neuen Voraussetzungen umzugehen versteht. Ich kann es in der Zwischenzeit. Und man kann meine Freunde zwar an einer Hand ablesen, aber ich bin mir sicher, die halten. Was ist er denn für ein Vater? Ich glaube, er ist ein liebevoller, ein guter Vater. Also ich glaube, für seine Tochter würde er alles tun und alles geben, was überhaupt im Möglichen, im Bereich des Möglichen ist. Und er sorgt sehr gut für seine Tochter, so viel ich weiß. Ja, ist er sich der Verantwortung bewusst, die er jetzt hat mit einem Kind? Naja, er kann ja
er kann ja weniger tun, nachdem die ja in, sag mal, getrennt leben. Er kann sie ja nur finanziell, sag mal, absichern. Er ist jetzt geschieden. Sie sind geschieden, ja. Na, es war ein Versuch, das Idiom einer bürgerlichen Existenz auszuprobieren, von dem ich nie gewusst habe, was es ist und auch heute noch nicht weiß, was es ist. Natürlich war da das Kind da und es war schon ein gewisses Sich-Gerade-Machen gegenüber einer Gesellschaft, die überhaupt nicht reflektiert darauf, dass sie irgendwer da gerade macht dafür. Ich habe mir also da sehr viele Zerwürfnisse und Gewissensbisse selber gemacht. Ne? Ja, es war im Endeffekt gut so, damit war auch die Klappe geschlossen und gefallen für alle Art der Wäscheschnüfflereien seitens der Öffentlichkeit. Und es war in Ordnung und es war eine Erfahrung mehr. Ja, aber das Kind gibt es jetzt. Mhm. Was sind Sie für ein Vater? Also ich sag zu Isabella immer, schau mal, was ich hier tun kann, wenn ich also zu Weihnachten komme und zum Geburtstag komme. Oder wann immer ich eben kommen will, komme. Das Einzige, was ich tun kann, ist einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Also ich bin nicht der Sonntagspapa, der sich das Sonntagslächeln aufsetzt und mit dem schwarzen Schimmel einreitet in Graz und jetzt so tut, als würde es ohne ihn nicht gehen, sondern ich versuche, mich meiner Tochter gegenüber so zu benehmen, wie ich mich auch sonst benehme. Was natürlich in ihrem Alter einstweilen noch quittiert wird, respektive gutiert wird mit einem, na also sag einmal, Mama, ganz normal ist der Papa nicht. Oder der Papa macht da immer komische Sachen und so. Und das freut mich eigentlich, weil ich denke, na ganz normal ist er ja auch nicht, Gott sei Dank. Ne? Wenn sich das übertragen sollte auf mein Kind, dann kann man zumindest in Zukunft eines nicht abstreiten, dass ich der Vater bin. Ist er ein Hans im Glück? Kann man schwer sagen. Er ist manches Mal im Glück und dann halt wieder auch nicht, so wie es halt jedem ergeht. Ich war lange Zeit unzufrieden mit mir und habe auch lange Zeit, und das überträgt sich sicherlich auf ein Publikum, keinen Spaß mehr gehabt an dem Beruf. Und so soll es nicht sein, weil dann braucht man keine Unterhalter dazu, weil fad ist dann selber und unglücklich ist man auch selber. Das braucht man nicht nur vorgespült kriegen. Ne? Ist das eine Gefahr, dass Ihnen fad wird? Ja, eine immense. Ist das viele Geld? Überhaupt nicht. Erstens einmal ist es ja nicht so viel. Und was soll denn das heißen? Ich meine, wenn man also ununterbrochen aufgefordert wird, sich zu erklären, dann macht man es irgendwann einmal leicht und sagt, ich mache das alles nur wegen dem Geld. Das ist überhaupt nicht richtig. Ich möchte nicht einen Diamanten nach den anderen an meinen Finger stecken. Es geht mir vielmehr um das Erlebnis. Ja? Das Erlebnis, lassen Sie es mich in Klischees sagen, des Scheinwerferlichtes, das Erlebnis einer Fernsehkamera, das Erlebnis, dass einen Leute, die einen nicht kennen, auf einmal zuhören, wenn man so gescheit redet oder auch nicht. Das Erlebnis, dass man sich mitteilen kann, dass man rüberkommt, den Thrill. Er ist auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad ein Streber. Also er ist schon dahinter, dass das so. Und ich finde auch, alles, was er bis jetzt gemacht hat, hat Hand und Fuß. Das kann man ruhig sagen. Und er ist eben anders wie die anderen. Glauben Sie, hat sie Opfer für Sie gebracht? Sicher. Keine Opfer, die wahrscheinlich viele andere Mütter für ihre Kinder nicht auch gebracht hätten. Aber trotzdem, sie ist meine und sie ist einmalig für mich. Und ich kann nur sagen, mein Leben wird nicht ausreichen, um das in irgendeiner Form zurückzugeben. Weil zahlen kann man sowas nicht, selbst wenn man in der Zwischenzeit Mallorca schon als eine Kurzreise betrachtet.